Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen neuen Taste-Test mit ganz vielen Neuheiten. Vegane Neuheiten, ja. Ich habe auf Insta gefragt, was ihr nämlich als nächstes sehen wollt. Und das wolltet ihr als nächstes sehen. Also, hier ist das Video. Folgt mir dort übrigens. Dort heiße ich Funny Pilgrim. Und jetzt geht's los mit dem Taste-Test. Beziehungsweise, ich zeige euch erstmal, was euch erwartet, ja? Okay, es gab so viele neue Dinge. Also unglaublich, unglaublich. Ich war schon so, wow, wow, wow. Das, oh mein Gott. Ich habe jetzt für mich interessantes Zimmer mitgenommen. Einmal von Leibniz Fruits. Das hier wurde mir von euch, also ich wurde von euch darauf hingewiesen, auf Instagram hat mir das jemand geschickt. Ich sollte das mal probieren. Genau, das ist ein zufällig veganes Produkt. Das wird hier nicht mit vegan beworben, aber es ist vegan. Dann gibt es der frische Riegel. Das ist ein Energy oder ein Riegel einfach, ja, den es im Kühlregal gab. Der war im Kühlregal. Ich sag das so übertrieben, weil, hallo, warum? Was ist so besonders daran? Okay, aber wahrscheinlich muss er gekühlt werden, weil er keine Konservierungsstoffe oder sowas hat. Schätze ich mal, weiß ich nicht, werden wir sehen. Dann von Lidl Vemondo, vegane Creme und zwar Tofu und getrocknete Tomate. Geil, das ist genau mein Geschmack. Dann von Milram, die haben neue, also ganz neue solche Puddings. Einmal Schoko und einmal Vanille gab es, glaube ich. Ich habe den Schoko mal mitgenommen. Genau, da hat jetzt irgendwie jeder mal Lust drauf, einen Schoko- und Vanillepudding auf den Markt zu bringen, habe ich das Gefühl. Also diese ganzen konventionellen Milch, die wirkliche Kuhmilchproduktions... Was, wie soll ich sagen? Alle die Kuhmilchprodukte auf den Markt bringen, haben jetzt beschlossen, wir bringen jetzt alle einen Schoko- und Vanillepudding auf den Markt. Und sehen, Veganen, die haben alle... Oh mein Gott. Alle Kuhmilch... Producer. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Alle, die Kuhmilchprodukte auf den Markt bringen, so, haben wohl beschlossen, wir bringen jetzt vegane Schoko- und Vanillepuddings auf den Markt und schauen mal, wie das läuft. So ist das Gefühl, oder? Irgendwie jeder bringt das gerade raus. Habt ihr keine anderen Ideen? Frage ich mich. Aber okay, wir werden sehen. Einer wird der Gewinner sein. Und dann hoffentlich gibt es auch andere Sachen. So, dann gibt es eine vegane Aioli. Und zu guter Letzt, wir haben von Megle ein Steinofen-Dinkelbrot. Und zwar dieses Mal eine mit einer Feinkräuterfüllung. Weil das erste und das einzige Vegane, was ich von denen hatte mal, war nur Knoblauch, also ohne Kräuter. Und das ist mal interessant, dass es so ist. Und es spricht mich noch mehr an, so ein dunkleres Brot als dieses helle mit Knoblauch. Deswegen cool, dass es beides gibt. Und das haue ich gleich mal rein. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt. Es kommt jetzt erstmal in den Ofen für 11 Minuten bei 200 Grad. In der Zwischenzeit teste ich die anderen Sachen, okay? Let's do this. Also ich mache es mal aufs Backpapier, weil man hat schon geschimpft, nicht, dass es jetzt das Öl tropft und so. Ah ja. Oder soll ich nur das Kleine machen? Mache ich nur das Kleine, dann habe ich noch ein bisschen was übrig. Ja, oder? Ist okay? Ich werde das gerade so geil abgebrochen. Ich zeige euch mal, wie es kann. So zipsch. Voll nass. Aber so sieht's aus. Ich meine, okay, kennen wir, oder? Einfach so ein Baguette, das eingeschnitten wurde. Und dann ist da in den Zwischenräumen die Kräuterbutter. Was ja keine Butter ist in dem Fall, sondern die nehmen nämlich pflanzliche Fette, die da wären. Ich muss es suchen, deswegen. Was? Ich hab's immer noch nicht. Ich weiß gar nicht. Kräuter? Rapsöl. Okay, wir haben es. Rapsöl einfach. Deswegen läuft es schon so aus, weil Rapsöl härtet ja nicht so aus. Genau. Wäre das zum Beispiel Kokos, ja? Oder ein anderes Fett, also zum Beispiel tierische Fette, härten ja aus. Deswegen wird die Butter ja auch fest im Kühlschrank, aber pflanzliche Fette, die zum Beispiel fest werden können, ist Shea-Butter oder Kakaobutter oder Kokosöl eben. Das wird fest und die eignet sich eben ganz gut zum Beispiel als Butterersatz eigentlich. Aber Megle hat sich gedacht, nö, wir nehmen einfach Rapsöl. Was gut ist natürlich, ist egal, aber nur, ich sag nur, deswegen läuft das aus. Schon jetzt. Okay, da bin ich wieder.
Also, so viel Zeit vergangen und die Alda hat immer noch nichts probiert, denkt euch, ja. Das ändern wir jetzt. Wir probieren jetzt den Milchrahm-Schokopudding auf Basis von Hafer. Gratis testen. Ah ja, egal. Ich probiere ihn jetzt. Oh no, ich hasse es, wenn das passiert. Guck, bin da so. Why? So ein Streifen. Okay, ich hab's. Milchrahm. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendetwas von Milchrahm gekauft habe, gegessen habe. Was machen die eigentlich noch so? Das sind nur Milchprodukte, ne? Also es, oder jemals, ich weiß gar nicht, ob ich jemals, vielleicht sogar noch nie. Jetzt das erste Mal, guck mal, ihr habt mich, mit vegan geht das, kriegt ihr auch die Mira. Also, das ist mit Hafer, also ich meine, das ist super einfach, gell? Warum kauft man sich sowas eigentlich? Ist ziemlich viel drin, finde ich. Und der Pudding ist so schön. Der ist schön glatt. Er hat eine gute Konsistenz, also er fällt nicht direkt vom Löffel, ist aber schön cremig. Riecht nicht so schokoladig, wie ich mir eigentlich einen Schokopudding vorstelle. Ich mag das gern, wenn es dann so nach so fast wie so verbrannte Schokolade riecht. Wisst ihr, was ich meine? Wie so Schokokuchen riecht. So stelle ich mir das mal bei Schokopudding vor. Ja, der ist auch auf gar keinen Fall so schokoladig, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Er ist nicht schlecht, aber null so schokoladig. Er hätte viel, viel mehr reingemusst. Ich finde den von Dr. Oetker sehr gut, muss ich sagen. Die haben ja auch so einen veganen Pudding. Den kann ich empfehlen. Der ist besser als dieser hier. Der ist nicht schlecht, aber ich meine, braucht man nicht unbedingt. Kann man so gut selbst machen. Außer er ist so lecker wie eben der von Dr. Oetker. Der gefällt mir einfach besser. Müsst ihr selbst ausprobieren. Das hier ist, finde ich, das Geld nicht wert. Apropos Geld nicht wert. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Das wollte ich auch zuerst kaufen. Da dachte ich mir, what the? Auf gar keinen Fall. Und zwar, da machen die jetzt auch Werbung im Fernsehen für. Porridge, auch so verpackt im Kühlregal. Porridge, ja. Porridge. Für über 2 Euro irgendwas wollen die mich... Ey, Porridge, ja, das hast du in 5 Minuten zusammengerührt und hast es fresh. Brauchst du noch nicht mal aus dem Kühlregal. Hast es dann fresh. Und es sind so günstige Zutaten. Wieso? Ich meine, Pudding, da ärgere ich mich ja schon, habe ich gerade gesagt. Das kann ich noch verstehen. Das sind ein paar Schritte wenigstens, ein paar mehr Zutaten. Aber Porridge? Wer kauft denn Porridge, fertiges, aus dem Kühlregal für über 2 Euro? Nee. Irgendwann ist auch genug. Also, da meine Wertung für den Milchrahm-Schokopudding. Eine 6. Also er ist okay, so kann man machen, muss man aber nicht. Es ist schön viel drin, finde ich. Das ist eine gute Größe auch. Das kann man sagen. Okay, dann mal die Riegel, dann mal hier die Kekse von Leibniz. Fruits. Es gibt Banane und es gab auch Apfel. Leider gab es den da nicht, deswegen habe ich nur Banane genommen. Das Interessante, dass es halt nur gesüßt ist mit Früchten, also sprich mit gemahlenen Datteln. Und sonst ist da wirklich, wirklich auch kein versteckter Zucker drin. Genau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, da ist zwar Bananensaftkonzentrat drin. Okay, Konzentrat ist auch ein bisschen Zucker, ne? Aber dann auch nochmal Bananenaroma. Warum? Das ärgert mich ein bisschen. Sonst, wir werden sehen. Also warum muss da noch Aroma rein, wenn das Saftkonzentrat drin ist? Ich finde dann auch mal eine gute Alternative, wenn die wirklich mal Banane reinmachen. Wie wäre es mal damit? Vielleicht einfach nur Bananenpulver, dann hast du auch Banane drin, wenn da Banane draufsteht. Aber okay, die müssen es ja wissen. Das sind solche Halbmonde. Ich bin ein bisschen streng heute, gell? Streng ist die Mira heute. Naja, ah ja, Kamera zu warm abkühlen lassen steht da jetzt drauf. Kill you. Okay. Sehr, sehr, sehr schön crunchy. Sehr knusprig. Haben so eine Säure, das mir nicht so gefällt, muss ich sagen. Findest du, schmeckt sehr nach Banane? Leicht. Leicht, ne? Bananengeschmack ist mir auch ein bisschen zu schwach, muss ich sagen. Dafür, dass da Banane eben draufsteht. Deswegen, wie gesagt, Bananenpulver wäre vielleicht eine Idee. Ansonsten ist gar nicht mal so schlecht. Also es ist nicht zu süß. Man merkt es auch, dass da kein Zucker drin ist, sondern wirklich nur mit Datteln anscheinend da gesüßt wurde. Sind schon crunchy. Das ist sowas, was man gut unterwegs, also was man gut mitnehmen kann für unterwegs. Was dann einem nochmal so Energie liefert. Ja, mit Dinkelmehl ist es gemacht. Ganz lecker.
Ist okay. Würde ich mir nochmal holen. Also für mich selbst so zum Snacken, für unterwegs. Wie gesagt, vor allem für unterwegs. Nur so zu Hause kann ich mir nicht vorstellen. Das ist okay. Deswegen, ich würde sagen, ist eine 7. Ist okay. Kann man machen, ist okay. Wie oft ich das jetzt gesagt habe, gell? Das ist jetzt kein Bam, Burner, irgendwas. Kriege ich im Biomarkt auch ähnlich schon. Okay, jetzt wollen wir nämlich mal diesen freshen Riegel testen. Es gab noch eine andere Sorte, habe ich jetzt vergessen, was das war. Hier, am besten kalt genießen, nicht gebacken, dafür frisch, ohne Konservierungsstoffe, seht ihr? Deswegen ist das halt im Kühlregal. Obwohl ja die meisten anderen Riegel sind hier nicht auch ohne Konservierungsstoffe. Das ist mal wieder nur so ein Verkaufsargument. Aber drin ist zum Beispiel also Dattelpaste, Hafer, Mandelmus, Bananenpüree, Walnüsse, Kokosöl, Kakaopulver. Und das war's schon. Natürlich eine tolle Liste von Dingen, die man super meistens zu Hause hat und deswegen auch super selbst machen kann. Ja, da lache ich immer drüber, weil irgendwie, oder muss man das immer alles so verpacken und kaufen, denke ich mir. Das ist halt nichts Neues. Also entweder es muss mir diese Schritte so sehr abnehmen, dass ich es kaufe, oder es muss halt sowas einfach vom Geschmack her so interessant sein, dass ich es nicht nachmachen kann oder auch selbst machen kann. So denke ich halt so oft. So, es lohnt sich irgendwie nicht, manchmal etwas zu kaufen, weil ich es so gut auch selbst machen kann. Naja, vielleicht ist das ja hier anders. Das ist ein Riesenriegel übrigens, finde ich. Sehr, sehr groß. Ja. Okay. Hier muss ich sagen, es schmeckt vorzüglich. Wirklich, das schmeckt mir sehr gut. Die Konsistenz ist wie so ein matschiger Brownie. Total lecker. Die Walnüsse finde ich toll und finde ich auch mal wieder gewagt, die drin zu haben und werte das Produkt nochmal auf. Weil ich finde, viele vermeiden Walnüsse, habe ich so das Gefühl. Es ist selten irgendwo drin, oder? Selten. Die hauen da immer gerne die Haselnüsse rein. Das finde ich mal eine gute Alternative oder mal eine schöne Variante, sage ich mal. Und schmeckt tatsächlich ganz gut. Und auch wenn ich gerade gelästert habe und das alles gesagt habe, ich nehme mir das hier zurück, ich würde mir das tatsächlich nochmal kaufen. Wenn ich so dick Hunger hätte zum Beispiel, on the go, ich habe dick Hunger und ich will etwas, was mich wirklich so nährt, ja, dann würde ich das holen. Weil das ist gut gemacht, es schmeckt lecker und so ohne Guilt. Wisst ihr, was ich meine? Ist ganz gut. Lecker. Aber gut, dass ich das jetzt so sehe. Ich glaube, ich werde das genau mal so einfach nachmachen und habe das dann selbst für zu Hause. Ist dann halt fresh. Und das Freshe macht das dann, guck mal, es ist so richtig knatschig, wie so Knete. So weich ist das. Geil. Wie so Marzipan-Rohmasse. Nur ein bisschen zu kokoslastig. Ich habe ja so einen Kokosdetektor. Muss man mögen. Okay, also das ist das. So sieht's aus. Sieht gut aus, oder? Ich finde, es sieht schön aus. Sieht nicht so schön aus wie helles Brot, wie ich finde. Helles Brot ist einfach immer ein bisschen sexier als dunkles Brot. Aber dunkles Brot schmeckt mir besser. Ja, weil man sieht halt hier nicht so schön, ne? Die Kräuter, wie das so rauskommt. Das würde man bei hellem besser sehen. Moment, ich habe das super heiß natürlich. Aber wisst ihr was? Ich habe nämlich hier die zwei anderen Sachen und die kann ich gleich, nämlich das war meine Idee, dazu essen. Deswegen mache ich das auch gleich mal so. Ich habe hier mal einen Löffel. Und dann spreche ich mal. Okay, geht noch nicht. Machen wir erstmal die vegane Creme, Tofu und getrocknete Tomate. Was mir hier schon mal auffällt, ist mega kleine Verpackung, oder? Wie wenig ist da drin? Das sind 80 Gramm. Ey, heute ist Roast-Tag. Ich roaste. Wer mir nicht gefällt. Nein, aber ich bin immer ehrlich. Es riecht nach nichts. Es ist geräucherter Tofu sogar und marinierten getrockneten Tomaten. Das ist genau mein Ding, gell? Ich liebe ja sowas. Oh, tolle Konsistenz. Es ist sehr schön creamy, richtig schön creamy. Hat aber Stand. Also es ist wirklich eine Creme, wo du auch mal so Cracker reinmachen kannst oder aber auch Dinge bestreichen, also Brot eben bestreichen kannst zum Beispiel. Ja? Okay. Es ist nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Die Kombination ist zwar gut, die Idee ist lecker. Und mir schmeckt nicht der Räuchertofu. Diese Art von Räucherung gefällt mir nicht. Die ist so künstlich, so zu stark. Ich glaube, das ist nämlich, ist das nicht auch dieser
der Räuchertofu von denen, der mir nämlich auch nicht so schmeckt. Und der schmeckt genauso und das ist wahrscheinlich auch der, natürlich. Ja. Da haben wir es. Das ist das Ding. Sonst, die Idee ist gut. Also ich werde das mal selber machen. Das ist wieder sowas. Also ich sage ja immer, die bringen mich mal auf die Ideen und dann probiere ich das aus und mache das lieber selbst. Aber die Idee ist gut, Räuchertofu zu nehmen, eine Creme daraus zu machen, dann getrocknete Tomaten, weil ich habe sehr gute da, einfach mit reinzugeben. Diese weichen, diese soften getrockneten Tomaten, oh mein Gott, köstlich. Oder man legt sie vorher ein in heißes Wasser, dann werden die auch so ein bisschen soft und dann kannst du die auch reingeben und in den Mixer. Fertig. Ich frage mich gerade, was die ganze Basis ist, die es so cremiger macht. Wahrscheinlich wieder Öl und so, ne? Ja, Kirschpaprika. Mhm. Ja, danach schmeckt es auch ein bisschen, wo es gerade da steht. Ist okay, wie gesagt, ist okay. Aber ich mag nicht dieses Raucharoma. Genau dieses, spezifisch dieses. Deswegen ist jetzt so eine wirklich persönliche Sache und mir schmeckt es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es generell schmeckt. Deswegen würde ich... Achso, habe ich hier schon eine Note gegeben? Der Riegel, 8. Der ist richtig gut. Das hier, 5. Oh, das ist die Mutti mit dem Kleinen. Die war gerade draußen. So, die zwei sind wieder zu Hause, deswegen. Man hört vielleicht ein paar Geräusche im Hintergrund dann. Also, vegane Aioli, das war das Creme-Dip. Was kommt hier im Töpfchen? Das ist mir auch ganz interessant. Genau, ach, das war es, was ich gesagt habe. Das finde ich halt gut, weil solche Produkte gehen dann auch bei Grillpartys etc. Man muss da nicht so aufpassen. Wisst ihr, Salmonellen und so weiter ist ja nicht drin. Kommt ohne Salmonellen. Könnte man hier schreiben, so ohne Salmonellen. Ah ja, okay, weiß ich Bescheid. Hier, oh, super creamy. Richtig creamy. Guck mal. Fährt gerade mit seinem Bobbycar hier rum, wenn man es nicht schon hört. Es riecht sehr lecker schon. Okay, das ist der Creme. Oh, so, also die Konsistenz richtig, richtig geil. Gefällt mir total. Guck mal. Luftig, cremig. Ach so, das kann ich dann auch da rein dippen. Aber ich probiere jetzt erstmal hier. Ich mag das ja. Ich mag ja eh so aufgebackenes Brot. Das hat dann immer noch so einen extra Crunch und ist dann drinnen so schön fluffy, saftig. Mmh. Sehr lecker. Bisschen salzig, das Brot. An die Kräuter, sehr lecker. Mmh. Mhm. Ich überlege gerade, welches ich besser fand. Das andere oder dieses. Kräuter finde ich ja immer geiler. Das ist lecker. Da sind auch Leinsamen drin und so. Als Brot sagt mich halt mehr zu. Als die weiße Variante. Aber die weiße Variante war halt viel intensiver von was da drin war. Ne? Also diese Kräutercreme, die da war. Knoblauchcreme, sorry. Ist halt viel intensiver, aber das Brot ist sehr, also sehr lecker. Nur ein bisschen vielleicht so ein Ticken zu salzig, aber man würde ja wahrscheinlich Salat und so weiter dazu essen, deswegen denke ich dann wieder okay. Ich würde sagen, das ist eine 8, das ist ziemlich lecker und das würde ich mir auch nochmal kaufen. Ich probiere jetzt mal diesen Dip und dippe das auch mit rein. Also ich mache das mal hier. Warte mal. Erstmal so. Immer erstmal so probieren. Voll die gute Konsistenz, also voll, total, also total cremig, ja, und voll, so vollmundig, so, ich kann es gar nicht erklären, also man würde nicht denken, also 100% sage ich euch, wenn du das dahin stellst, keiner würde vermuten, dass das vegan ist. Es ist so extrem, wie man es kennt von früher auch. Also total gut gemacht. Sehr gut gemacht. Mmh. Mmh. Schön, also eine leichte Säure, ein bisschen so süß, ja. So eine leichte Süße auch. Die Konsistenz ist das, was mich am meisten hier überzeugt. Weil es streichbar ist, aber trotzdem extrem cremig. Total so, als wäre da so Sahne irgendwie drin. Ist richtig gut gemacht. Mhm. Richtig gut. Mhm. Okay. Neues Lieblingsteil. Und dann ist noch so viel da drin. Geil. Das ist köstlich. Wirklich köstlich. Knoblauch kommt gut raus. Sehr köstlich. Also das hier ist the winner für heute. Hätte ich niemals gedacht, aber das ist the winner. Ich gebe dem 10 von 10.
Ja, ich hab's gesagt. Ich find's sehr lecker. Mm. Perfekt. Und auch nicht zu salzig. Die ich ja immer mochte, die aus der Tube von Megle, vegane Aioli, ich liebe die sehr, die ist super geil, aber die ist ein bisschen salzig. Das hier ist ein bisschen zurückhaltender, was das Salz angeht und lässt sich dann dadurch auch besser, ja, besser essen generell. Es ist nicht so, man muss nur so ein bisschen nehmen, man kann da schon so reinhauen, auch wieder schlecht, aber naja, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, das ist sehr schön ausgewogen. Es ist nicht zu viel Knoblauch, nicht zu viel Säure, nicht zu, wisst ihr? Und die Konsistenz hat mich halt absolut überzeugt, deswegen kriegt es eben diesen Punkt, diese Bewertung von mir. Und damit haben wir alle Produkte getestet. Was war für euch dabei, was euch interessiert? Habt ihr schon mal was von probiert? Sagt mir gerne mal, wie ihr das fandet. Und das Allerwichtigste, wenn ihr Sachen findet, neue Produkte oder etwas Interessantes, wo ihr gerne mal meine Meinung zu haben wollt, schickt mir das gerne auf Insta, da heiße ich Funny Pilgrim. Gerne in den Verlinken im Post oder mir per Nachricht schicken, da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.